Willkommen zum Arte Journal. Das Thema Pressefreiheit sorgt für politische Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei. Wegen eines NDR-Satirebeitrags reagierte der türkische Präsident Erdogan ziemlich gereizt. Der türkische Staatspräsident Erdogan ist nicht gerade für seinen Humor bekannt. Pressefreiheit ist für ihn eher ein Fremdwort. Was in der Türkei gilt, läuft in Europa etwas anders. Seit Tagen ist er wütend über ein Video der NDR-Satire-Sendung Extra 3. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdogi, Erdogo, Erdogan. Schon zweimal wurde deswegen der deutsche Botschafter ins türkische Außenministerium bestellt. Dass die türkische Regierung jetzt wegen unseres Extra-3-Beitrags diplomatisch aktiv geworden ist, das ist mit unserem Verständnis von Meinungs- und Pressefreiheit nicht vereinbar. Politische Satire ist in Deutschland erfreulicherweise erlaubt. In der Türkei aber ist journalistische Kritik unerwünscht. So stürmte die Polizei Anfang März die oppositionelle Zeitung Zaman in Istanbul. Seither steht sie unter staatlicher Aufsicht. Dazu läuft ebenfalls in Istanbul ein Prozess gegen zwei kritische Journalisten der Zeitung Cumhuriyet. Alles, was Kritik am Regierungschef, am Staatspräsidenten ist, soll sozusagen auch verboten werden. Damit stellt man sich ganz deutlich gegen den Begriff von Pressefreiheit, den die Europäische Union hat. Die türkische Regierung verlangt, das NDR-Video löschen zu lassen. Extra 3 reagierte mit Satire.